Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Pascal Corbet und ich werde heute über den internationalen Entwicklungskontext sprechen. Ein, wie ich finde, sehr unterbelichtetes Thema in den Wirtschaftswissenschaften, jedenfalls so wie ich es wahrnehme, zugegebenermaßen. Und mein Anliegen in dem allerersten Vortrag ist, mal aufzureißen, um was es geht und auch mal in Detail zu gehen, nicht nur so einen Überblick zu geben, der ja dann auch irgendwie ein bisschen langweilig wäre. Deswegen lassen Sie uns mal ins Detail steigen. Was ich hier vorbereitet habe, vielleicht zu Ihrem Interesse. Ja, wir werden erstmal für Ihr Interesse, wir werden erstmal hier über mich ganz kurz reden, über was ich gemacht habe, ganz kurz, und dann gehen wir zum Vortrag. Ja, zu meiner Person. Ich habe Politikwissenschaften in Frankfurt mit Schwerpunkt internationale Beziehungen studiert. Und meine beruflichen Stationen sehen Sie hier. Ich habe im Carter Center, das ist der Mann übrigens, der da neben mir steht, ja, habe ich einmal ein Praktikum im Conflict Resolution Program gemacht. Sehr, sehr interessant, 3 Monate, so ein Highlight in meiner jungen Karriere damals. Dann war ich im Auslandsjournal im ZDF und später auch nochmal beim ZDF in Johannesburg nach dem Studium. Nach dem Studium bin ich Trainee bei Edelman Public Relations gewesen im Bereich Automotive. Danach bin ich nach Südafrika gegangen mit Rucksack und so weiter, wie man das dann halt so macht manchmal, wenn man was neu anfangen will. Und habe dort dann für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Lokalkraft angefangen und dabei quasi so meinen Weg gefunden, was meine Interessen für Entwicklung und Entwicklungsländer angeht einerseits, also politische Dimensionen von diesen Entwicklungen, nicht nur die technischen, und eben auch was Kommunikation angeht, dass Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, um Entwicklungsziele zu erreichen. Das ist quasi der goldene Faden neben den Stationen, die Sie hier sehen. Jetzt wollen wir es mal nicht so übertreiben. Gucken wir mal, also was meine Person angeht, gucken wir mal erst, was ich hier so vorhab. Ich will also, wie gesagt, erstmal den Ausgangspunkt etwas umreißen, um was geht es. Dann gucken wir so ein bisschen auf Begriffe, aber jetzt nicht einfach nur klassische wissenschaftliche Definitionen, sondern warum diese Begrifflichkeiten wichtig sind, wie man sie sieht. Dann gucken wir noch mal ganz kurz in die verschiedenen Motive im Detail, warum man eigentlich Entwicklungspolitik betreibt und wieso sie vielleicht wichtig ist und was sie so bedeutet, aber was sind die Gründe? Und dann kommen wir zum Beispiel und der Fragestellung. Im Prinzip geht es ja bei der Entwicklungshilfe darum, dass die reichen Nationen den Ärmeren helfen. Also das ist jedenfalls der Anspruch. Und zu den Zielen, wie gesagt, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer, aber in der Entwicklungszusammenarbeit, auch kurz EZ genannt, steht eigentlich die wirtschaftliche Kooperation im Vordergrund. Ich habe da mal das Logo vom BMZ, wie es jetzt aussieht, eingeblendet. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also man sieht hier, Wirtschaft ist im Titel. Ja, das ist sehr wichtig. Und man sollte, und das ist erstens der erste bedeutsame Punkt, Hilfe ist durchaus nicht ganz uneigennützig gemeint. Man wollte das natürlich und musste das auch dem eigenen Steuerzahler verkaufen. Und reine Tätigkeit, die darum ginge, nur anderen zu helfen, ist nicht ganz so, also ganz uneigennützig sein Geld zu verteilen, das ist noch nie so gut angekommen. Und deswegen war am Anfang auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit stand im Vordergrund. Und also das Quid pro quo. Und zweitens wird die wirtschaftliche Entwicklung auch als Basis für Wohlstand angesehen. Also wirtschaftliche Tätigkeit und Hilfe zur wirtschaftlichen Tätigkeit, kennen wir schon die biblischen Beispiele. Hilf einem Mann zu lernen, wie er fischt und wie er angelt und so weiter. Das ist besser, als ihm einen Fisch zu geben und so weiter. Diese Dimensionen sind natürlich alle da. Und zweitens wird Zusammenarbeit auch als Grundlage dafür gesehen, dass beide letztlich wirtschaftlich erfolgreicher sind, weil sie eben Zugang zu Rohstoffen meinetwegen haben, die an einer Stelle billiger
aus dem Boden zu bekommen sind als einer anderen, warum auch immer, diese ganzen Faktoren. Also im Prinzip Handel und Zusammenarbeit helfen beiden Seiten. So ist jedenfalls auch die Theorie des Freihandels, da haben Sie sich ja wahrscheinlich schon mal mit beschäftigt. Die wird im Übrigen von den Leuten in den Entwicklungshändlern Ländern nicht immer so ganz so geteilt, weil natürlich die Frage ist, ob man sich in einem Wettbewerb einlassen sollte mit jemandem, der von vornherein viel stärker aufgestellt ist. Und das frage ich mich im Übrigen auch immer sehr viel. Also so ist die Theorie des Freihandels. Und deswegen verwundert es wahrscheinlich auch nicht so sehr, dass der Minister, der erste Minister, der 1961 in dieses Ministerium einzog, war der Walter Scheel und der war von der FDP. Ja, und was vielleicht auch nicht ganz so verwundert, aber trotzdem interessant ist, ist, dass das Wort Entwicklung in diesem Titel da in dem Logo noch gar nicht drin stand. Also es war wirtschaftliche Kooperation, um die es ging. Ja, und dann erst später ist Entwicklung hinzugekommen. Man muss sich auch vor Augen führen, dass 1961 diese Entkolonialisierungsära, wie wir sie heute verstehen, durchaus noch nicht so verstanden wurde. Es gab Aufstände bereits und es gab Tendenzen, aber wo das hinführen würde und dass eben quasi diese Mutterland-Kolonie-Situation, die quasi diesen, was wir heute Entwicklungskontext nennen, geprägt hat, dass das damals noch eine ganz klare Sache von ganz klarer Abhängigkeit war und erst diese Loslösungsprozesse in Gang ging. Also von daher, diese Begrifflichkeit Entwicklung darum in dieser Hinsicht, da es später eingezogen ist, macht aus heutiger Sicht natürlich sehr viel Sinn, wenn man sich das genau anschaut. Also die Themen, mit denen sich die Entwicklungspolitik befasst, schauen wir uns die hier mal an, die sind so breit heutzutage, dass man sagen kann, die umfassen eigentlich alles. Ich habe hier mal einen Snapshot gemacht von der thematischen Auswahl, wie sie auf der Webseite des BMZ ist. Also das sind, ich weiß nicht, ich konnte nicht zählen, das sind hunderte von Themen. Ich gehe mal auf das nächste hier, das ist der Anfang von A bis Z. Da sieht man hier, was bei A angefangen hat, Abfallwirtschaft. Und dann geht das hier unten immer weiter auf der eigentlichen Website, das ist jetzt hier in meiner Präsentation. Dann sieht man hier alle möglichen anderen Gesundheitsthemen, HIV, Genitalverstümmelung und hier drüben dann bei M. Wie gesagt, das geht dann also von A bis Z. Und Sie können sich ausmalen, dass das im Prinzip so gut wie alles abdeckt, was man sich vorstellen kann als Thematik im Entwicklungskontext und fast alles eben auch das umfasst, was als politische Dimension in Deutschland und so weiter auch ein Thema ist und vielleicht sogar noch mehr. Ja. Also da können Sie gerne mal, der Link ist dann in dem Skript natürlich drin, BMZ gucken, was da so was diese ganze thematische Spannbreite eigentlich ist. Gehen wir mal ein bisschen genauer in die Sache rein, um das ein bisschen anzufüllen. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Malaria. Malaria ist natürlich ein Programm, was sich um Gesundheit dreht, ne? Und um die Ausrottung der Krankheit. Wir wissen, über die Vektoren verteilt wird, in dem Fall das Moskito. Und letztlich geht es in der politischen Motivation jetzt darum, wenn man diese Krankheit ausrotten will, darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Und wenn Sie sagen, zu Recht, das hat auch ethische Dimensionen, das stimmt natürlich auch. Aber wirtschaftliche Gesichtspunkte sind aus meiner Sicht die treibenden Motivationen für Weiterentwicklung. Weil man eben sagt, wenn die Wirtschaft sich weiterentwickelt und man die Faktoren dafür schafft, dass die Wirtschaft sich entwickelt, dann sind die gesundheitlichen Programme, die kommen auch durch eigene Finanzierung auf die Beine und so weiter. Das ist also immer dieselbe Logik. Man kann Leuten aus ethischen Gründen helfen, wenn man sich dazu aber der Wirtschaft als wirtschaftlichen Weiterentwicklung, als Medium quasi dafür bedient, dann kommt man besser und nachhaltiger voran. Und deswegen
sieht man eben auch, dass in dieser Logik, in der man an die Malaria-Ausrottung rangeht, die Kommunikation einen wichtigen Grund, einen wichtigen Faktor auch darstellt, um dann eben auch diese Mittelzuflüsse zu haben, mit denen man dann arbeiten kann, die politischen Willen in den Geberländern hat, dass diese Mittel bereitgestellt werden, dass vielleicht freiwillige Spenden von privaten Unternehmen und so weiter erfolgen, an diesen Global Fund, der sich unter anderem mit Malaria beschäftigt oder befasst oder wie auch immer man das sagen will. Bill Gates ist ja da auch sehr bekannt. Ja? Und in dieser Kommunikation mit den Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, die ja natürlich auch sehr viel mit Psychologie zu tun haben, werden Berechnungen angestellt hinsichtlich der Arbeitsausfälle und der Kosten im Gesundheitssystem, die durch die Krankheit entstehen. Und nicht nur die im Gesundheitssystem selbst, sondern eben auch die ganzen indirekten Kosten, die durch die Arbeitsausfälle entstehen. Die Belastung auf den Familien, das nicht gebrachte die Contribution zur Wirtschaft und so weiter. Deswegen habe ich hier auch mal kurz eingeblendet, das kann man jeder selbst raussuchen. Es sind auch durchaus sehr, sehr wissenschaftliche Studien vorhanden, ja, die sich eben damit beschäftigen, was der ökonomische, also nicht nur auf dem einzelnen Haushalt, sondern auf den Staatshaushalt und seine Fähigkeiten zu agieren, von Malaria ist. Ja, und da gibt es also zum Beispiel, habe ich jetzt nochmal so beispielhaft rausgesucht, diese Studie aus Äthiopien, die sich mit diesen Faktoren beschäftigt. Da ist jetzt hier, da sieht man hier ganz klare Aufspaltungen, direkte Kosten und so weiter. Da habe ich nur mal so beispielsweise da einkopiert. Da kann man dann sehen, was da mit riesigem Aufwand berechnet wird, warum, wieso hoch diese Kosten sind. Jetzt kann man sich natürlich zu Recht fragen, warum betreibt man den nicht mehr Aufwand dafür, diese Kosten zu reduzieren einfach, wenn man einfach weiß, sie sind da und dass es dann noch sehr viele indirekte Kosten gibt und so weiter, ist alles klar. Muss ich die überhaupt so genau beziffern können? Wäre es nicht besser, wenn ich diesen Aufwand, den ich betreibe, gleich auf die Bekämpfung der Krankheit beziehe? Naja, gut, das ist halt jetzt immer so eine Frage bei vielen solchen Maßnahmen, die man betrifft, die man einnimmt, angeht. Die Frage, wie kriege ich weitere Mittel, um dann diese Maßnahmen auch einzuleiten? Also die Studie kostet zwar Geld, aber ist natürlich bei weitem nicht so teuer wie die Maßnahmen, die man haben will. Und bei dem, wie man überzeugt, dass man gewisse Dinge angeht, muss man halt Belege haben, muss man auch Kommunikationsarbeit betreiben können und so weiter. Und dafür brauche ich Material, Argumente. Und klassischerweise werden natürlich diese Studien deswegen betrieben, weil ich etwas brauche für diese wissenschaftliche Kommunikation. Es geht eben darum, wenn man diese Studien hat, dass man sagt, man kann diese sogenannten Policymakers, also diese Leute, die bei den Politikern, in den Ministerien und so weiter sitzen, die Entscheidungen vorbereiten, White Papers schreiben, die sich also mit der Allokation der Mittel beschäftigen, die sind natürlich beschränkt in ihren Möglichkeiten, was sie haben. Und wenn man die davon überzeugen will, dass sie gewisse Mittel, meinetwegen mehr Richtung Ressourcen für Malariabekämpfung ausgeben, dann müssen sie das natürlich irgendwo anders wegnehmen. Und sie müssen natürlich in ihrer eigenen politischen Ökonomie agieren. Und wenn sie das auch tun wollen, manchmal können sie das nicht, weil sie selbst auch wieder argumentative Munition brauchen, um bestimmten Gruppen in ihrer Constituency klarzumachen, warum sie das tun. Also dasselbe wie in jedem politischen Prozess, nicht nur im Entwicklungsland. Und deswegen hat sich die Kommunikation, ist die Kommunikation in der Entwicklungszusammenarbeit zum Teil sehr wichtig geworden, weil man nicht einfach nur etwas tun kann oder etwas verlangen kann vom Politiker, man muss ihnen auch helfen, dieses zu kommunizieren und die Wichtigkeit dabei hervorheben zu können. Und
Jetzt gucken wir mal. Wichtig ist für diese ganze Sache natürlich auch, also es geht nicht nur darum, dass ich behaupten will, dass wir nicht nur von ethischen Motiven nicht geleitet sind, sondern dass wir auch rational aufzeigen, dass Interventionen, also Maßnahmen, die etwas zur Verbesserung der Situation beitragen sollen und können, und dass sie das auch schon getan haben zum Teil, und dass sie auf lange Sicht lohnenswert sind. Mit anderen Worten, wenn ich Geld ausgebe in eine Entwicklungsmaßnahme, ist nicht nur die Situation der Menschen besser, in Anführungszeichen nur, sondern lohnt es sich, wenn ich eine Brücke baue, kommt dabei nachher mehr Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten von den Brückenköpfen quasi heraus. Ja? Und dabei ist die Kommunikation natürlich sehr wichtig. Ja? Sieht man nochmal, Policymakers need to know you care about their predicaments. Also was beschäftigt sie? Mit was müssen die sich eigentlich beschäftigen? Und wenn man sie nicht nur damit bombardiert, sondern ihnen Material gibt und ihnen zuhört, was sie eigentlich umtreibt, was für sie wichtig ist, auf wen sie achten müssen. Wenn man das getan hat, dann werden sie sich auch mit deinen Argumenten beschäftigen. Und wenn ich jetzt also auf Dauer damit arbeiten will, wie sehr diese Maßnahmen helfen, da ist also der Global Fund auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe hier auf der Website mal was rausgesucht. Ne? Also da ist hier ganz klar 10 Millionen Dollar oder Euro, ich glaube Dollar sind es hier, ja Dollar. 10 Millionen US sind ausgegeben worden im Zeitraum X und so und so viele Menschenleben damit gerettet worden. Und der wirtschaftliche Output, das hat man dann auch mit Aufwand betrieben, das zu berechnen ist um 4 Trillionen, Trillions, also das wären Billiarden, gesteigert worden. Ja. Und zum Beispiel hier sind, also jetzt mal um das, was ist gemacht worden, das sind 130 Millionen Moskitonetze, auch behandelte, mit Insektiziden behandelt wahrscheinlich, verteilt worden. Und das ist, um zu beschreiben, welche Maßnahmen also jetzt effektiv vor Ort ge gemacht worden sind. Und dann ganz wichtig natürlich, um das zu beschreiben, man zeigt jetzt hier mit dieser Berechnung auf, wie effektiv die Maßnahmen waren, indem man hier projiziert. Zum einen hat man also hier an dieser Stelle, wo der Global Fund, der sich mit der Malaria-Ausrottung unter anderem beschäftigt, angefangen hat. Und dann ist hier die Veränderung der Todesrate, die mit Malaria zu tun hat. Ja. Also nur die Todesrate, nicht jetzt was heißt nur die Anzahl also die wirtschaftliche Output, das ist natürlich sehr besser zu bemessen und effektiver. Die Todesrate, ja, die ist gesunken und das ist hier die Veränderung in Prozent in der Todesrate wegen der Malaria-Kontrollmaßnahmen. Also das sind so, wenn wir jetzt nicht ins Detail in die Bemessungen reingehen, aber das sind so Arten und Weisen, wie man effektiv visualisiert auf der Webseite, was die eigene Contribution ist. Und diesen ganzen Bereich nennt man natürlich Advocacy oder Advocacy. Ja. Und deswegen, es ist also in diesem ganzen Spiel zwischen wer bekommt welche Ressourcen für welche Maßnahmen, wer kann wen überzeugen, merkt man, es geht also in der Entwicklungshilfe wie in fast jedem modernen Staaten darum, in diesen Staat, der hauptsächlich dafür da ist, Ressourcen zu allokieren, ja, den möglichst großen Teil von diesem Kuchen abzubekommen und den in die eigene Richtung zu steuern. Und hierbei natürlich auch zum Teil von den reicheren Ländern zu den ärmeren Ländern und wo genau hin, nämlich natürlich in die Maßnahmen, die ich für wichtig erachte. Ja. Und oben drüber sitzen die politischen Ministerien in den Partnerländern und in Deutschland, die EU, USA und so weiter, die natürlich auch ihre Vorstellungen davon haben, was sind wichtige Maßnahmen im Sinne der Effektivität, aber natürlich auch zum Teil aus anderen politischen Gründen.
Also ist schon eine ganz klare politische Steuerung. Das ist, auch wenn die Projekte sehr hands-on sind, die Steuerung oben drüber ist sehr, sehr politisch. Gehen wir mal an das nächste Beispiel. Nutrition, also gute Ernährung, ja, also nicht nur Unterernährung heutzutage. Seit den letzten paar Jahren wissen das viele Leute. Also es geht also um gute Ernährung und nicht nur Unter- und Überernährung hier bei uns, sondern eben auch Fehlernährung, Malnutrition auf Englisch. Ja. Und das ist jetzt ins Bewusstsein gelangt, dass es Leute gibt, die zwar genug Kalorien bekommen und so weiter, aber es ihnen an anderen Nährstoffen fehlt, um körperlich und auch geistig sehr entwickelt zu sein. Also ich bin in Ländern gewesen, wo ich gedacht habe, um was geht's? Die Kinder sehen hier alle doch normal aus. Und dann haben wir mir gesagt, ja, Pascal, musst du mal gucken. Die Kinder sind aber 14 und 15 Jahre alt. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh, na, okay, gut. Für die 10-Jährigen, die 12-Jährigen, die sehen ja ganz normal aus. Aber sie waren, sahen auch normal aus, aber sie waren unterentwickelt in ihrer persönlichen Entwicklung und sahen von daher normal aus, aber waren de facto älter. Und diesen Bereich, dieses nennt man auf Englisch Stunting, also die körperlich-geistige Entwicklung, die hinten dran hängt. So. Und dieser Bereich Nutrition ist also in den letzten Jahren sehr wichtig geworden und auch von sehr übergeordneten Stellen angegangen. Und daran kann ich zeigen, wie ich glaube, ein etwas wirklich, nicht wirklich neuer, aber doch verstärkter Trend. Seit vielleicht 6 Jahren hier auch mit diesem Nutrition Report angefangen, der erste, der rausgekommen ist. Da wird nämlich wirklich jetzt angefangen, einen richtig fundierten wissenschaftlichen Report zu erzeugen, der in sich selbst eine Intervention darstellt, also eine Maßnahme, um damit zu arbeiten, um mit Regierungen vor Ort zusammenzuarbeiten, mit Regierungen auf Geberseite zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wie viel Geld man braucht, warum es wichtig ist und warum es effektiv ist. Und in diesem Zusammenhang spricht man also jetzt auch, hat man dort angefangen, vom ROI, von Entwicklungsmaßnahmen, also von diesem Return on Investment. Mit anderen Worten, wie viel stecke ich rein und wie viel kriege ich eigentlich raus? Also das war so ein Thema, das gab es natürlich immer schon in der Entwicklungszusammenarbeit, aber jetzt ist es natürlich noch massiver geworden in der tatsächlichen Berechnung. Das hat man früher nicht so sehr gemacht, ne? Und das gilt jetzt für öffentliche Gesundheit und Bildung. Und diese Berechnung wird dann direkt an die Öffentlichkeitsarbeit gekoppelt, Advocacy, ja, und dann, dass man wirklich mit Dollarzahlen etwaige volkswirtschaftliche Vorteile aufrechnen kann, die sich dann wieder auszahlen in zukünftigen Generationen, weil die Gesundheit sich verbessert und Menschen produktiver leben können, wenn sie besser entwickelt sind. Ja. Und dafür gibt es dann halt hier zum Beispiel, ich habe das mal aus diesem Report, den Sie da gerade gesehen haben, rausgezogen. Da steht dann zum Beispiel auf der einen Seite: We also know that investments in nutrition have high returns. We estimate new benefit-cost ratios for scaling up nutrition interventions in 40 countries. Across these 40 countries, the median benefit-cost ratio is 16. Meaning that for every dollar, rupee, birr, or peso invested, at the median, more than 16 will be returned. The benefit-cost ratios from investing in nutrition are highly competitive with investments in roads, irrigation and health. Ganz klar. Also man hat Maßnahmen getroffen, um wirklich überall zu berechnen, in verschiedenen Ländern. Was kommt dabei raus? Wie man das jetzt getan hat, ist nochmal eine andere Sache. Aber im Durchschnitt sagt man, einen Dollar gibt man aus und dann in einer gewissen Zeitspanne kriegt man nachher 16 Dollar raus. Und man geht sogar so weit, dass man dann das vergleicht mit anderen klassischen Investitionen in der Entwicklungsarbeit, sind also Straßenbau, ja, Wasserbewässerungsanlagen und Gesundheitssysteme. Ja, und dass man sagt, im Vergleich damit sind also diese Maßnahmen, in die Nutrition-Situation einzugreifen, viel bessere Investitionen. Also man argumentiert quasi so,
wie in einem Jahresbericht von einem Konzern, wo man im Kopf Wettbewerb hat mit anderen und sagt, wir haben die bessere Rendite. Ganz klassisch, ja. Also das ist eine bisschen neue Dimension, die man vorher so nicht kannte. Und hier ist auch nochmal eben dieser Zyklus aufgebaut. Wie gesagt, dieser Report und dieses ganze politische Unternehmen, wo diese verschiedenen Staaten Leute, Wissenschaftler zusammengebracht haben, die diesen Report erstellen. Hier ist die Interventionslogik aufgezeigt, wie das funktioniert. Können Sie sich nochmal genau angucken. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Das sind die Begrifflichkeiten. Ich habe hier mal was aufgestellt. Begriffe sind zunächst mal nicht neutral. Das haben die meisten von uns, haben die meisten von uns schon mal gehört. Und das ist eigentlich sehr gravierend im Entwicklungshilfekontext, weil wir es damit zu tun haben, dass zwar dieselbe Sprache häufig benutzt wird, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Das sind ja die klassischen Sprachen. Aber selbst wenn man dieselben Begriffe benutzt, die kulturellen Hintergründe sind oft sehr verschieden. Deswegen wollte ich mal auf etwas hinweisen. Hier haben wir die USA links und Großbritannien rechts. USA sind ja auch eine Kolonie gewesen. Und wir nehmen mal einen gegenstandlichen Begriff. Also was vermeintlich sehr Neutrales. Das mag Ihnen vielleicht jetzt ein bisschen sehr banal erscheinen, aber es gibt diesen Begriff Torch in der englischen Sprache. In den USA heißt er so viel wie Fackel oder Blowtorch, also Lötlampe. Und in Großbritannien ist damit eine Taschenlampe gemeint. Und wenn man in den USA Taschenlampe meint, dann sagt man Flashlight und so weiter. Banales Beispiel kennt natürlich jeder irgend solche Dinge. Heißt auch, dass es außer so ein paar faktische Missverständnisse lässt sich das leichter aus dem Weg räumen, weil man dann sagen kann, das heißt nicht das, sondern das. Aber natürlich ist das bei komplexeren Sachen nicht so einfach mit einem Verweis getan. Gucken wir mal weiter. Also ich habe jetzt nochmal was rausgesucht. Das soll Südafrika sein. Also das ist Südafrika, die Map des Landes. Ich war da 8 Jahre und kenne mich da so ein bisschen aus. Am Anfang gab es ab und zu ein paar Missverständnisse, die aber nicht wirklich faktische Missverständnisse waren, sondern darauf beruht haben in meinem Arbeitsumfeld, dass ich nicht diesen selben Hintergrund hatte. Also praktisches Beispiel. Ich habe mich am Arbeitsplatz bewegt und habe in meinem privaten Umfeld und so weiter gewisse Begriffe gehört. Und einer dieser Begriffe, der da rumschwirrt, ist der Begriff Made. Verwandt im deutschen Begriff Markt natürlich, aber Markt ist jetzt kein aktueller Begriff mehr. Made ist also so ein Begriff, der herkömmlich gebraucht wurde, um angestellte Frauen im privaten Bereich zu bezeichnen. Nun haben wir ja in Südafrika diesen Apartheid-Hintergrund und alles, was damit kommt. Und der politisch korrekte Begriff ist Domestic Worker. Nun habe ich in meinem Umfeld recht häufig auch mit meinen Domestic Workers immer wieder den Begriff Maid gehört. Aber als ich das im Arbeitsumfeld gesagt habe, wo man natürlich ein bisschen politisch korrekter ist und auf einem anderen Level agiert, ist man mir als weißer Mann obendrein etwas mit Misstrauen, Unbehagen begegnet. Und ich habe etwas gebraucht, um mir darüber klar zu werden, dass ich da vielleicht in irgendeinem kleinen Fettnäpfchen agiere, ohne dass ich das halt weiß, wie das halt immer so bei Fettnäpfchen ist. Und dass ich in der richtigen Situation, und das ist jetzt entscheidend, mit meinen Erklärungsversuchen, was ich jetzt gerade mache, faktischen Erklärungsversuche, nicht wirklich aus diesem Fettnäpfchen rauskomme, weil mein Gegenüber eigentlich eher die Anerkennung haben wollte. Also wenn ich jetzt eine schwarze Frau in einem professionellen Bereich habe, die mir da vielleicht leicht erbost sagt, dass das irgendwie nicht korrekt ist und ich probiere zu sagen, hey, ich bin deutsch und so weiter, ich habe das so nicht so gewusst und so. Und unter Umständen mache ich es mir dadurch schwieriger, als wenn ich mich einfach nur entschuldigen würde und es nicht probieren, so rational zu erklären, warum ich eigentlich nichts falsch gemacht habe.
Nun, wie Sie schon merken, daran erklärt sich irgendwie auch, dass das nicht wirklich richtig oder falsch ist, auf dieser Basis nachzudenken. Es ist nur eine Komplikation, mit der man klarkommen muss. Und wenn man ein Gefühl für diesen Kontext hat, auf diesen verschiedenen Ebenen, auf denen man sich bewegt, wenn man wirtschaftlich auch unterwegs ist, dann wird die Sache leichter für einen. Also Domestic Worker und nicht Maid, aber es geht nicht nur um den ganzen Hintergrund, es geht darum, wie ich mit der Situation umgehe, um diese Anerkennung der anderen Situation und sich nicht vermeintlich rauszureden, rationalisieren, was man getan hat und so weiter. Ist natürlich sehr viel, wie man das aus dem persönlichen Bereich in seinen Beziehungen mit seinen direkten Freunden, Freundinnen und so weiter auch kennt. Ja. So, gehen wir nochmal zu einem weiteren Beispiel, was vielleicht noch brisanter ist. Ich mag brisante Beispiele, auch aus Südafrika. Ich habe gearbeitet für ein Projekt, wo es um Berichterstattung von Wahlen ging, wo wir Journalisten hatten, die lernen sollten, wie sie im Zuge der Wahlberichterstattung gewisse Sachen, wie sie mit Parteien umzugehen hatten. Und zu der Zeit gab es sehr viele Themen mit HIV. Und wir besprachen, wie die Journalisten in dem ländlichen Bereich mit dem Thema Vergewaltigung vielleicht umgehen können. Und ich habe erst nicht von meiner Seite aus verstanden, bis mir ein Journalist erklärt hat, um was es geht, warum ich jetzt da nicht weiterkomme oder warum unsere Trainer nicht richtig weitergekommen sind an der Stelle. Weil es ging darum, dass man mir gesagt hat, dass der Begriff der Vergewaltigung so in den Sprachen auf dem Land so nicht existiert in Südafrika. Jedenfalls da, wo diese Journalisten agiert haben, diese Journalisten agiert haben, existierte der Begriff nicht. Und für mich hat das etwas gedauert, bis ich das verstanden habe, was das eigentlich heißt, dass der Begriff nicht existiert. Man hat also tatsächlich diesen Umstand, dass jemand gezwungen wird in die Vergewaltigung, mit dieser Zwang, den hat man so nicht aufgenommen. Und um das vielleicht noch etwas brisanter zu machen, der damalige Präsident Jacob Zuma hat ja, als er angeklagt wurde wegen Vergewaltigung, da war eine HIV-positive Frau und es gab viel hin und her, hat einmal gegenüber der Presse und so weiter geäußert, dass er als Zulu-Mann sich eine Frau nimmt, wenn er das will und dass er im Prinzip diese Vergewaltigung nicht versteht. Also ich sage, es ist brisant, ich will auch nicht da reingehen, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Es zeigt aber, dass es in gewissen Kontexten gewisse Konstellationen nicht gibt. Und als wir dann weiter vorgedrungen sind, wie diese Journalisten damit umgehen sollten, haben sie mir gesagt, dass der einzige Weg da ist, wenn sie das überhaupt irgendwelche Worte in den Mund nehmen können, weil das nicht anständig ist, es aber dafür keinen Begriff gibt, müssen sie dann den englischen Begriff Rape in ihre Konversation einbauen, wenn sie Leute interviewen und so weiter. Was natürlich wiederum dazu führt, dass dieses Geschehen Rape, Vergewaltigung, als etwas von außen hereingebrachtes interpretiert wird. Und von daher wieder schwierig ist zu verstehen, weil es sich ja um etwas handelt, was man dort thematisieren will in der eigenen Community. Und um das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen weiter zu verdeutlichen, HIV Education gab es viel. Ich weiß von einem Bekannten aus Uganda, dort hat man probiert, den Gebrauch von Kondomen pragmatisch zu zeigen und hat dazu Besenstiele genommen und hat die Kondome dazu aufgerollt und hat aber anscheinend trotzdem nicht wirklich buchstäblich gewisse Worte dann auch benutzt, sondern die Demonstration, was uns jetzt eigentlich sofort einleuchtet, um was es geht, hat dazu geführt, dass, und so berichtete man mir wirklich, nachher die Besenstiele am nächsten Morgen vor den Zelten standen mit dem Kondom drauf als Schutz. Man merkt also,
die Leute, die eingesetzt wurden für das Training, waren immer noch nicht in der Lage, gewisse Begriffe wirklich bis zum Schluss vollendens in den Mund zu nehmen und wirklich zu sagen. Und es gab an der entscheidenden Stelle dann doch wieder ein Missverständnis. Wir kommen nachher dazu, warum ich diese Dinge alles erwähne, weil ich glaube, der Entwicklungskontext und das wirtschaftliche Vorkommen hat viel damit zu tun, ob man sich versteht und ob man sich anerkennt. Und das werden wir ganz zum Schluss auch wieder sehen. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Zusammenarbeit. Wie das Wort Zusammenarbeit sagt, ja, ist natürlich zentral für Entwicklungszusammenarbeit. Was ist eigentlich Zusammenarbeit? Zusammenarbeit bedeutet zwei Seiten. Und die Entwicklungszusammenarbeit hat sich ja nach dem Ende der Kolonialzeit erst herausgeprägt. Vorher war diese Zusammenarbeit natürlich von einem sehr ungleichgewichtigen System durchdrungen und hat natürlich immer noch was mit diesem Dualismus auch heute zu tun. Also Geber, Nehmer, also Recipients, ist also immer noch so eine gewisse Fortführung von diesen kolonialen Zeiten, auch wenn man das natürlich nicht will. Aber es ist geprägt, also die Beziehungen zwischen Geberländern, da sieht man häufig, dass die Geber, die klassischen Geber, die stark in gewissen Ländern sind, auch häufig die sind, die die vorherigen kolonialen Mutterländer waren und so weiter. Und das macht natürlich jetzt in dem System der Projektvorhaben, hat das natürlich eine gewisse Auswirkung. Ja? Und wenn man so will, Leute beurteilen auch in diesem System immer sehr stark die Situation danach, wo sie selbst stehen. Und sie sehen sich selbst als diese Konstante an und sie kommen nach Afrika und oder nach Asien und so weiter und sie denken, sie sehen die Situation neutral, das tun sie aber natürlich nicht. Und wenn man jetzt in diesen Ländern ankommt, probiert man die Situation sicherlich sehr neutral zu verstehen, aber aus Sicht derjenigen, die da sind, ist man überhaupt nicht neutral und man ist sich sicherlich auch häufig gar nicht bewusst, wie deutsch oder englisch oder amerikanisch man eigentlich ist und man kann das natürlich auch nicht ganz ablegen. Und sicherlich wichtig an der ganzen Sache ist, dass wenn man probiert, das ganz diese Dualität vollkommen aufzubrechen und neue Begriffe einzuführen, wie das manchmal bewusst vonstatten geht, dass dadurch die Situation nicht wirklich verbessert wird. Also sagt man, gibt so Versuche zum Beispiel nicht mehr von Donors, also Gebern zu reden, sondern von sogenannten Development Partners, was dann natürlich essentiell fast alle Donors wieder sind, aber das Partnerschaftliche hervorheben. Ist aber trotzdem keine Änderung der Situation. Also wenn man quasi die Begriffe probiert vorher einzuführen, bevor die Realität wirklich da ist, gibt es auch wieder Schwierigkeiten, auch wenn das natürlich nötig ist, dass man neue Begriffe findet. Manchmal ist es natürlich nicht nur persönlich frustrierend, sondern auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit sehr hemmend, wenn man merkt, dass man nur durch seine Äußerlichkeiten, für was man so denkt, von sich selbst wahrgenommen wird. Also ich werde als weißer Mann, Deutscher, Ausländer, im Entwicklungskontext tätiger Mensch wahrgenommen. Und wenn ich jetzt meine Argumente vorbringe in einem Gespräch, merke ich sehr schnell, dass die häufig gar nicht als meine Argumente wahrgenommen werden, sondern immer vor diesem ganz starken Hintergrund dieser Parameter, die ich gerade genannt habe. Und dass man mir vielleicht, wenn das irgendwie nicht ganz zueinander passt, Pascal und diese Palette, dann führt das dazu, dass man da muss noch was anderes dahinter sein oder wie auch immer. Also das kann sehr frustrierend sein, wenn man merkt, dass man nicht mit seiner Persönlichkeit und seinen persönlichen Argumenten vordringt, sondern dass man immer wieder darauf zurückgeführt wird, auf diese Hüllen. Und das gilt natürlich in allen Richtungen, nicht nur jetzt, was mich angeht, aber ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive das jetzt beschreiben. Aber das ist ein riesiges Hindernis. Und wenn man zusammenarbeiten will, muss man die einzelne Person anerkennen, nicht nur für das,
was sie steht. Also das gilt für mich andersrum auch. Also wenn ich jemanden anerkennen will für die Szenarien, die ich gerade genannt habe mit Mate, dann muss ich die Person, die vor mir steht, anerkennen und nicht nur wieder die schwarze Frau, die im Status Domestic Worker oder so weiter arbeitet, sondern ich muss diese Frau, mit dieser Frau sprechen oder mit diesem Mann sprechen. Und das ist dann manchmal andersrum genauso wenig. Einfach nur, weil man das an sich selbst jetzt als schlecht empfunden hat, wird das dadurch nicht einfacher. So, jetzt haben wir den Begriff Zusammenarbeit. Kommen wir mal zum Begriff Entwicklung. Also, wenn wir jetzt zu dem zweiten Teil, Entwicklungszusammenarbeit, zu dem Begriff Entwicklung kommen, auch der ist häufig diskutiert worden, ja, weil viele Vertreter der sogenannten Entwicklungsländer wahrscheinlich vollkommen zu Recht darauf hinweisen, dass das recht fraglich ist, weil wenn man von Entwicklung redet, redet man von Unterentwicklung. Und wer legt überhaupt fest, dass irgendetwas mehr entwickelt ist als etwas anderes? Ist das unbedingt erstrebenswert und so weiter? Kommt nicht mit der Entwicklung viele andere Dinge, die sich entwickeln, die man gar nicht haben will, also häufig moralische, ethische Konstellationen, die die Gesellschaft vielleicht nicht haben will. Also sie will vielleicht die wirtschaftlichen Komponenten der Entwicklung haben, aber nicht all das, was vermeintlich damit quasi zwangsläufig kommt, wenn man Wirtschaftsvertreter anderer Länder ins Land lässt und sie ihre Dinge machen lässt. Das ist natürlich sehr schwierig, aber das sollte man sich bewusst sein, dass wenn man redet mit Menschen, dass dieses Top-Down-Gefüge auch dort alleine in der Begrifflichkeit der Entwicklung schon drinsteckt und dass das sehr schwierig ist. Auch wenn viele Leute natürlich oder quasi keiner wirklich anzweifelt, dass man diese positiven Seiten der Entwicklung haben will. Ja, also da so romantizistisch ist niemand oder wenige. Und dann darin anschließt sich natürlich auch der Begriff der Entwicklungshilfe, beziehungsweise einfach nur Hilfe. Wenn wir einfach nur an den Begriff Hilfe reden, von dem Begriff Hilfe mal ausgehen, auch der ist natürlich, wie man sich eigentlich unschwer vorstellen kann, wenn man das auf sich selbst bezieht, wenn einem jemand Hilfe gibt, ist man in vielerlei Hinsicht in einer Situation, in der man nicht sein will. Nicht nur, weil man nicht hilfsbedürftig sein will, sondern man fühlt sich eben, man schuldet wieder etwas zurück, wenn es auch nur Dankbarkeit ist oder wie auch immer. Und dieser Sache ist man sich auch schon lange bewusst. Und deswegen redet man auch im offiziellen Kontext nicht von Entwicklungshilfe. Und der Bundesminister im BMZ ist natürlich auch kein Entwicklungshilfeminister, sondern der Minister für Entwicklung und Zusammenarbeit und so weiter. Es ist deswegen manchmal sehr befremdlich, wenn Journalisten, auch wenn sie quasi selbst in dem eher liberaleren Kontext arbeiten, weil ihnen das zu lang ist und weil sie wollen, dass jeder das versteht, doch wieder vom Entwicklungshilfeminister zurzeit Gerd Müller reden. Weil es einfach einfacher ist und es jeder dann versteht. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Also Hilfe ist auch ein schwieriger Begriff. Und dann wollte ich nochmal hier an dieser Stelle, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz genau in das System reinpasst, mal kurz darauf eingehen, was so die Größenordnungen sind. Also der Europäische Entwicklungsfonds, der EDF, der immer für 6 Jahre angelegt wird, verfügt im letzten Zyklus 2013 bis 20, nee, der 2013 endete über 22,7 Milliarden Euro, ja, und der wird verwaltet über das Budget von DG DevCo, also dem Directorate General for International Cooperation Development. Habe ich jetzt hier da mal die Webseite eingefügt, da kann man, und der Link ist natürlich auch hier im Skript, da steht eine ganze Menge dazu drin, wie das funktioniert. Und das BMZ, also das Ministerium, was sich hauptsächlich mit Entwicklungen beschäftigt, vorwiegend das BMEL, Landwirtschaft und Ernährung, die haben auch Projekte, die im Ausland sind, aber im Großen und Ganzen ist das BMZ. Das hatte ein Etat für dieses Jahr 2020 von knapp 11 Milliarden Euro.
Und das hat sich immer kontinuierlich gesteigert. Also selbst zur Zeit der Finanzkrise 2008, 2009 um den Dreh ist das noch weiter gewachsen. Da waren es damals so um die 7 Milliarden. Also man sieht die Notwendigkeit. Kleine Zwischenaufgabe an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, ist natürlich schon sinnvoll, sich über diese ganzen Begrifflichkeiten, Institutionen und die mal alle nachzugoogeln, dass man die Begriffe, die hier erwähnt werden, kennt. Man muss nicht alles wissen, aber man sollte die Hauptbegriffe natürlich kennen. Jetzt nochmal zurück zur Agenda. Ich komme jetzt in den Bereich, was ich hier als Motive bezeichnet habe, also die Gründe, warum man überhaupt Entwicklungszusammenarbeit betreibt. Ja. Eingangs habe ich gesagt, es geht in erster Linie darum, dass ärmere Länder wirtschaftlich auf die Beine kommen und dass die Reicheren ihnen dabei helfen. Also es sind zum einen ethische Gründe, aber es sind natürlich auch wirtschaftliche Gründe, ja, die nicht nur aus der Verantwortung der Kolonialzeit oder so weiter kommen, sondern man will natürlich auch, man weiß auch ganz klar, dass Handel nur funktioniert, wenn man der anderen Seite auch genug Möglichkeiten gibt, selbst Geld zu verdienen, sonst ist kein Geld wieder da, um nächstes Mal was zu kaufen. Ja, also kennt man auch aus einem ganz normalen Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Firmen, wenn man seine Zulieferer so zu sehr im Preis drückt, dass die also nie auf die Beine kommen, nicht forschen können, damit ihre Produkte besser werden, dass sie nicht selbst investieren können, kommen die nicht weiter, gehen vielleicht sogar bankrott und dann hat man gar nichts davon, dann fehlen einem die Zulieferer und andersrum mit dem Absatz ist es natürlich genauso, wenn man nicht dafür sorgt, dass die Menschen dort leben können, dann können sie sich vielleicht auch kein Auto kaufen. Hat man auch nichts davon. Ja. Es ist allerdings so, ich habe jetzt dafür nicht direkt einen Beleg rausgesucht, aber für das, was ich jetzt sagen will, die Funktion der Absatzmärkte, Entwicklungsländer als Absatzmärkte für Waren quasi wie in der Kolonialzeit, ja, dann waren die Kolonien wichtige Absatzmärkte für viele Produkte. Ja, also kennen wir ja Textilindustrie, Indien. Gandhi hat deswegen immer selbst gesponnen, um den Indern zu zeigen, ihr könnt auch eure eigenen Sachen selbst machen und müsst die nicht aus Manchester kaufen. Aber heutzutage ist es so, kann jetzt den Beleg nicht dafür raussuchen. Es ist aber wirklich so, dass diese Absatzmarktfunktion bei weitem nicht mehr so stark ist. Also viele dieser hochmodernisierten Produkte, hochpreisigen Produkte werden zwischen den Industrieländern hin und her verkauft und der Absatz in den Entwicklungsländern spielt leider für sie dort nicht mehr so eine große Rolle. Ich weiß das, als ich in der PR-Agentur gearbeitet habe und wir darüber geredet haben, zum Autos ging und man mir von Seiten der Autoindustrie gesagt, da haben wir über Südafrika auch gesprochen, haben die mir gesagt, der Absatz dort spielt im Gesamtgefüge zu den Absatzmärkten, die woanders bestehen, ist das so gering, dass die quasi keinen Einfluss darauf haben, was wirklich dahin geliefert wird und die haben auch keinerlei Rückeinfluss darauf, was produziert wird und so weiter. Ja, aber das nur am Rande. Ein weiterer Grund, das wird jetzt politisch interessanter, warum man überhaupt Entwicklungshilfe betreibt, ist, sagen wir mal, seit jetzt genau 5 Jahren, als die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das und lassen die Flüchtlinge rein und diese ganze Bootsflüchtlingssache im Mittelmeer verstärkt kam und in Amerika, von Lateinamerika nach USA auch, ist dieser Begriff der Fluchtursachenbekämpfung aufgekommen. Ja? Also man hat auf einmal gesagt, es gibt Migration, obwohl die natürlich nicht von einem Tag auf den anderen stattgefunden hat, aber sie ist plötzlich quasi auf dem Schirm, auf dem Bildschirm der allgemeinen Öffentlichkeit erschienen. Und die Flüchtlinge, die man dort gesehen hat, sind ja nicht nur, also es sind ja Flüchtlinge und Migranten und das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Aber man hat gesagt, wir geben ja schon ganz viel Geld aus. Wir müssen dafür sorgen, dass
unsere Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit mehr dafür sorgen, dass die Leute dort bleiben können und wollen. Und Klimaschutzmaßnahmen, also alles diese Dinge, die das Leben vielleicht schlecht machen oder auch die Wahrnehmung dafür, dass es woanders besser ist und dass es da gar nicht so schlecht ist. Und also diese ganzen Dinge, da hat man jetzt auf einmal der Entwicklungszusammenarbeit eine neue Aufmerksamkeit gegeben und sie ist wirklich mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Und das hat auch zu gewissen Veränderungen in der Strukturierung der Portfolios geführt. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Fluchtursachenbekämpfung als jetzt ganz konkretes Ziel der Entwicklungszusammenarbeit. Und jetzt kommen wir nochmal auf diesen Begriff Klimaschutz, also eine sprachliche Verdichtung, eigentlich ein bisschen unsinniger Begriff Klimaschutz, aber ja, so wird es halt im Moment verkauft. Auf Englisch, dann gibt es auch noch Natural Resources Management, also der richtige Umgang mit natürlichen Ressourcen und so weiter. Ernährungssicherung, das sind ganz kritische Begriffe und noch eine Reihe mehr. Nennen wir das mal einfach klassisch jetzt Naturschutz. Dieser Begriff kommt jetzt aus meiner Wahrnehmung zusehends in eine problematische Ecke. Was ich mitbekomme aus Afrika, gibt es immer mehr Stimmen auf LinkedIn und so weiter, die sagen, jedes Mal, wenn eine Maßnahme stattfindet, oder ein Projekt geplant ist, befürchtet man in manchen Kreisen, und das werden mehr, dass die Naturschützer jetzt da was dagegen haben könnten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben überhaupt Klimaschutzprojekte gibt und man empfindet es ein bisschen so, als wenn mit zweierlei Maß gemessen wird und dass quasi Leute extrem quasi der Natur etwas Gutes tun wollen und die Menschen dabei vergessen, weil wie früher quasi die Menschen nicht wirklich zählen, sondern dann auf einmal die Gründe und dass das vorgehaltene Gründe sind und so weiter. Also diese Tendenz, dass Naturschutz zu Lasten der Menschen in Afrika zum Beispiel verfolgt wird, ist eine Problematik, mit der sich, glaube ich, man sich auf quasi schon fast politischer Seite in diesem Entwicklungszusammenarbeit mehr beschäftigen sollte. Und man muss da Mittel und Wege finden, miteinander besser ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen nicht zu signalisieren, wir sind die, die jetzt hier das studiert haben, wir wissen das alles besser und es geht um die ganze Welt an sich und solche Dinge. Den Menschen dort geht es um, wie bei uns auch, um ihre persönlichen Grundlagen zu überleben. Und ich habe hier mal dieses Bild, was hier jetzt hier einkopiert ist. Das ist von einem kenianischen Ökologen und der hat dazu ein Interview in der Geo gegeben, was sehr viel von diesen Befindlichkeiten auf sehr pointierte Art und Weise sehr zugespitzt, teile das nicht alles so in dieser Tiefe, gegeben hat. Und der Titel ist Naturschutz sei eben der neue Kolonialismus. Und ist natürlich vielleicht sehr überspitzt, aber es hat sehr viel geführt. Ich kann euch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist ganz klar, dass das polarisieren soll auch. Ja, aber es ist sehr viel dran und es gibt sehr viel von diesen Punkten, die der Ökologe dort gibt, Mordechai heißt er, tragen sehr weit. So, ja, da bin ich schon so. Zurück zu den Zielen. Ein wichtiges Oberziel für insbesondere Deutschland ist die Bekämpfung des Hungers in der Welt. Und das ist jetzt natürlich eine ganz andere politische Ebene. Bei der EU-Ratspräsidentschaft hat man das auch zum Thema gemacht. Also die komplette Ausmerzung des absoluten Hungers erachtet man auch von Seiten der Bundesregierung als durchaus machbar. Hat da auch seine Daten dazu. Und das war dann in den entscheidenden Papieren so in den letzten Jahren auch immer so ein Hauptanliegen. Und Deutschland hat sich dann auch
in den entsprechenden Gremien sehr stark dafür gemacht, das ein bisschen konkreter als vorher anzugehen und da ist auch recht viel passiert. Ich habe auch hier einkopiert so für ganz aktuellen Artikel: Why all countries should actually contribute to ending global poverty. Das ist ein Artikel, der ist jetzt erst vor ein paar Tagen erschienen bei Project Syndicate. Kann ich nur empfehlen, den mal durchzulesen. Gehen wir mal so ein bisschen zu diesen paar konkreteren Begrifflichkeiten, die man auch kennen sollte. Unterschieden wird klassisch zwischen verschiedenen Arten von Armut und Bemessungen. Ganz wichtiger Begriff ist absolute Armut und relative Armut. Absolute Armut wird normalerweise in Dollar berechnet und zurzeit sind es 1,90 Dollar, was man von der Weltbank in dem Fall festgelegter Betrag ist, wer da drunter liegt an täglichen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, wird als absolut arm bezeichnet. Relative Armut demgegenüber ist halt, wenn man in seiner Gesellschaft, in seinem Umfeld nicht so, bei weitem nicht so viel Geld hat wie die meisten Menschen, und dann ist das natürlich psychologisch auch eine starke Belastung. Aber da will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Der Punkt ist, dass in dem Entwicklungskontext dieser Begriff der absoluten Armut und dieses Benchmarking quasi dort, was dort betrieben wird, entscheidend ist als Indikator für den Zustand von Gesellschaften und so weiter. Und wichtig ist da eben die Weltbank auch. Und wie gesagt, dieser Wert ist jetzt zurzeit bei 1,90 Dollar. Die Weltbank hat erfasst, dass eben einer von 10 Menschen in absoluter Armut zurzeit lebt auf der Welt. Ja, ich habe da mal das Zitat hier einkopiert. Das sind also 734 Millionen Menschen, die, also letztes Mal, als das gemessen wurde, vor ein paar Jahren, hier 2015, waren das, die weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung hatten. Und das sind eben 10% aller Menschen. Ja. Wichtig daran ist, und deswegen ist es da auch mit Fortschritt überschrieben, dass das im Vergleich zu dem, was 1990 der Fall war, also 25 Jahre vorher, dass das eine Reduzierung von 36% darstellt. Und man kann deswegen halt sagen, dass man im Prinzip fiktiv 1,9 Milliarden Menschen davor gesichert hat, eben nicht in dieser absoluten Armut zu reden. Und das ist natürlich schon für all die, die das betrifft, ein entscheidender Punkt. So, hier sind nochmal die Zahlen dazu. Kann man sich dann auch nochmal angucken. Gehen wir mal weiter. Im Skript sind dann auch ein paar Artikel. Also, Decline of Global Extreme Poverty Continues, but has slowed. Also, es gibt Fortschritte, aber in letzter Zeit sind die ist nicht mehr so gravierend die Kurve gegangen. Sie hat sich abgeflacht. Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder diese Diskussionen, diese malthusische Begrifflichkeiten auch häufig mit sich bringt, ob das Bevölkerungswachstum, das es ja auf der ganzen Welt gibt, im Großen und Ganzen, ob das nicht die wirtschaftlichen Fortschritte auffräße, quasi buchstäblich. Und dazu gibt es natürlich ganze Diskussionen, die ich hier nicht wiedergeben will. Ich will nur darauf hinweisen, dass es die gibt, weil das ist natürlich schon auch irgendwo die Diskussion ums Ganze, wenn man behauptet, dass es keinen wirklichen Fortschritt gibt, weil andere Faktoren gravierender wären oder seien. Ja? Und ist auch hier ein Artikel, den ich einkopiert habe aus der FAZ. Warum ist es nicht schlimm, dass es immer mehr Menschen gibt? Ist offensichtlich ein Gegenstandpunkt dazu, nur um das mal anzureißen. Gehen wir mal weiter. Also, wie Sie hier sehen, also, wie ich gerade sagte, die 27 der 28 Länder, die ärmsten Länder sind in Subsahara-Afrika. Aber, und das ist jetzt auch was Neues, ganz wichtig, sie sind zahlenmäßig, leben die meisten Menschen mittlerweile aber, die arm sind, in Schwellenländern. Und
will da mal was dazu zeigen. Ja, also hier sieht man das, das sind die MICs, die Middle Income Countries, und dann sind die LIC, die Least Developed Countries und so weiter. Also man sieht hier eindeutig, wenn man die Zahlen vergleicht, dass eben in den neueren, hier in den neueren, in den 2007er, das ist noch nicht mal, also das ist schon, auch schon wieder recht alt, aber man sieht eindeutig, dass sich das verschoben hat, dass eben zahlenmäßig die meisten armen Menschen in Schwellenländern leben. Und das ist eigentlich eine sehr gravierende Bewegung, weil das was sehr viel damit zu tun hat. Also erstmal, woher kommt das überhaupt? Das kommt natürlich daher, dass so Länder wie China, Indien und so weiter, das sind zahlenmäßig das ein Land, aber es sind sehr viele Menschen, die da leben. Und wenn man die Einstufung dieser Länder als Middle-Income-Countries bedeutet natürlich, dass sehr viele Menschen, die dort in absoluter Armut leben, jetzt trotzdem in einem Land leben, wo eigentlich genug, in Anführungszeichen, genug Ressourcen da sind, um diese absolute Armut zu bekämpfen. Die Frage, warum das natürlich jetzt nicht passiert, ist natürlich, oder die Antwort ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, das kann wahrscheinlich keiner wirklich so richtig beantworten. Es sind natürlich politische Gründe, wer macht Politik und wer macht das für wen und warum kümmert man sich nicht um die Menschen. Und es heißt natürlich jetzt auch, wenn man möglichst effektiv auf Geberseite in diesen wirtschaftlichen Kooperationen sein will und man will möglichst viel erreichen, müsste man natürlich verstärkt in die Kooperation mit diesen Schwellenländern gehen. Und die sind natürlich nicht so ganz so empfänglich für quasi Maßnahmen, die die Geber für richtig erachten, wie das natürlich sehr arme Länder sind. Einmischung und so weiter spielen eine große Rolle. Und auch diese Anerkennungsmaßnahmen, diese Anerkennungs auf Augenhöhe sich begegnen, das sind Dinge, die vielleicht auch noch immer ein bisschen schwer fallen. Und das ist im Übrigen aus meiner Sicht auch ein Grund, warum vielleicht die Chinesen in ihrer Kooperation zurzeit es leichter haben. Bisher, weil man davon ausgegangen ist, dass es ein ehemaliges Entwicklungsland ist, die begegnen uns auf Augenhöhe. Natürlich zeichnet sich da jetzt schon so ein bisschen ab, dass das natürlich alles nicht unbedingt so ist, weil auch Chinesen genauso sind wie alle anderen Menschen und es auch dort Probleme gab jetzt, wie wir das bei der Pandemie gesehen haben, dass man Afrikaner einfach ausgewiesen hat und dass im Prinzip dass dieselben Probleme bestehen. Ja, aber es heißt für diese ganze politische Auseinandersetzung, wie man diese Kooperation gestaltet und wie man wirtschaftlich auch weiterkommt, müsste man sich viel stärker mit den Schwellenländern auseinandersetzen. Und im Moment konzentriert man sich doch viel mehr auf die ärmsten Länder. Wie gesagt, obwohl eigentlich dort nicht die meisten armen, sehr armen Menschen leben, zahlenmäßig. Nun, um jetzt nochmal zum Schluss zu kommen, in so einer Einführung in die Entwicklungszusammenarbeit ist natürlich ganz klar, was soll man da alles reinbringen? Der eine sagt, das ist wichtig, ohne das kommst du nicht aus. Mir ging es eigentlich jetzt hier hauptsächlich darum, nicht unbedingt schlusskräftig zu sagen, ich habe alle wichtigsten Dinge jetzt mal diskutiert, sondern auch ein bisschen Interesse für die Problematik zu wecken, hoffentlich. Und da ist es halt wichtiger, dass man vielleicht mal so ein paar kritische Punkte reinbringt und vielleicht auch irgendwas auslässt, was irgendjemand anders meint, hätte auf jeden Fall akademisch da drin sein müssen. Ich glaube allerdings sowieso nicht, dass man das wirklich richtig umfassend begreifen kann. Aber was natürlich wichtig ist, sind die SDGs, die Sustainable Development Goals. Die haben natürlich bilden einen ganz wichtigen Rahmen. Sie sind quasi die Nachfolger dieser Millennium Development Goals. Wichtig an beiden ist, es gab immer Pläne, bilateral, multilateral, zwischen Staaten, also und zwischen der UNO und so weiter. Diese beiden Gefüge, jetzt die SDGs, sind von daher halt wichtig, weil sich im Prinzip so gut wie alle Länder darauf verständigt haben.
dass diese Maßnahmen, dass Maßnahmen, die der Erreichung dieser 17 Oberziele zuträglich sind, dass die auch wirklich durchgeführt werden. Und natürlich man auch zusammen kooperiert. Und diese 17 Oberziele, kann jeder nachlesen, sind ja wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt, die brechen sich runter in 174 Unterziele, also ungefähr 10 pro Oberziel. Da sieht man schon, wie breit aufgefächert die ganze Sache dann ist. Dann ist natürlich fraglich, inwieweit man strategisch an sowas rangehen kann, wenn man 174 Targets hat. Aber man wollte natürlich möglichst alle wichtigen Dinge einfangen. Und um dann wirklich von staatlicher Seite aus, also sowohl auf der Geber- als auch auf der Recipient-Seite, damit umzugehen, hat man auch Indikatoren gewählt. Also wie bemesse ich die Erreichung dieser Unterziele eigentlich? Natürlich, welches Geld wird ausgegeben, aber auch wie viel Arme gibt es jetzt, wie viel Hunger gibt es? Da werden Werte und Benchmarking und Studien und so weiter gemacht. Und für diese Ministerien auf beiden Seiten, da wird sehr viel Geld ausgegeben. Und es ist natürlich auch immer die Frage, ob das immer alles so ganz so mit rechten Dingen zugeht. Manche Regierungen schiebt vielleicht dann doch Mittel in eine andere Richtung, obwohl sie sich vorher dazu gestimmt hat, aber hat natürlich auch andere Gründe, das zu tun. Ja, und diese 231 Indikatoren sind natürlich eine ganze Menge. Mit denen wird also wirklich buchstäblich versucht zu messen, wie der Fortschritt ist. Und man hat sich natürlich so Benchmarks gesetzt, zu welchen Zeitpunkten auch immer man gewisse Werte erreichen will. Interessant ist vielleicht auch wirklich, also ich habe es selbst auch mitbekommen, als die SDGs aufgebaut worden waren, hat man wirklich im Anschluss gewisse Maßnahmen auslaufen lassen und nicht mehr erneuert, gewisse Projekte, weil sie eben nicht mehr in diesen Rahmen reingepasst hat. Natürlich sind viele Projekte ein bisschen etikettenmäßig umfunktioniert worden, der eine ein bisschen mehr am Etikett, der andere, wo man wirklich das Projekt nachgetunt hat, sodass es mehr so auf diese Ziele im Rahmen dieser Indikatoren, die jetzt da waren, gepasst hat. Ja, das gibt es natürlich immer, das ist auch vollkommen legitim. Aber es wurden auch wirklich Projekte, in die man auslaufen, weil sie eben nicht mehr jetzt in diesem Agreed-upon-Frame gepasst haben. Und um jetzt noch die ganze Sache zum Abschluss zu bringen, was vielleicht geschichtlich interessant ist und was auch eine wichtige Sache im Verhältnis zwischen Entwicklungsländern und sogenannten Geberländern immer eine Rolle gespielt hat, ist die sogenannte Paris-Deklaration von 2005. Man hat sich also vorher auf allerhöchster politischer Ebene schon 2003 in Rom getroffen und hat gewisse neue Standards besprochen. Und dann ist man halt auf fünf Prinzipien gekommen, die man dann auf einem großen hochrangigen Forum 2005 in Paris verabschiedet hat. Und da waren also wirklich über 100 Vertreter von eben Industrie und Politiker aus Schwellen- und Entwicklungsländern und Entwicklungsorganisationen und so weiter. Also war eine schon eine große, wichtige Konferenz. Und man hat also diese fünf Prinzipien hier verabschiedet. Und die gelten schon so als eine gewisse Messlatte, auch wenn sie natürlich politisch, quasi ethisch sehr hoch auch aufgehängt sind, fragt man sich natürlich, welche Rolle spielen die im direkten Kontext vor Ort. Das ist natürlich immer so eine Frage bei solchen Prinzipien, aber aus meiner Sicht gibt es schon auch Diskussionen in gewissen Ebenen, was, wenn etwas vorgesehen wird, ob es nicht gegen das ein oder andere Prinzip verstößt. Mal kurz da durchzugehen, also Ownership heißt im Prinzip, dass man niemanden bevormundet, sondern dass im Prinzip die Entwicklungsländer diejenigen sein sollen, die nach Hilfe fragen oder nach Kooperation fragen und dass sie die Treibenden sind für das, was gemacht wird und deswegen sich dafür verantwortlich fühlen, das quasi besitzen, Ownership.
Dann der Punkt Alignment. Darum, da geht es hauptsächlich darum, dass die Geber keine Projekte auflegen, die auf ihrer eigenen Schiene fahren, sondern dass sie gucken, welche Programme haben die Regierungen in diesen Entwicklungsländern selbst aufgelegt und wie kann man sich da andocken und die unterstützen, anstatt quasi ein Paralleluniversum zu fahren. Ja, auch wichtig. Dann der Punkt Harmonisierung. Da geht es hauptsächlich darum, das ist quasi so ein Add-on zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Donors haben so eine Tendenz dazu, immer ihr eigenes Ding aufzubauen, nicht nur gegenüber dem, ihre eigene Infrastruktur aufzubauen und nicht so sehr zu schauen, was machen die anderen Projekte der anderen Länder. Ja, die Amerikaner machen was, die Deutschen machen was, die EU macht was, jeder wurschtelt vor sich hin. Und man weiß natürlich voneinander, aber um das sinnvoll zu harmonisieren, müsste man eigentlich schon gucken, was ist überhaupt in der Pipeline und vorher absprechen, was man vorhat. Weil sobald man da 30 Millionen für ein Projekt angesetzt hat und das schon angefangen hat, die Leute dafür irgendwie einzustellen und so, dann wird das natürlich keiner mehr kippen. Da sind die Interessen natürlich am Zug und das ist viel zu weit gediehen. Also müsste man eigentlich in der Planungsphase schon miteinander reden. Und das ist nach wie vor ein Problem, auf jeden Fall. Ja. Nachher kann man etwas harmonisieren, dass man ein bisschen guckt, also du machst das jetzt schon so in dem Bereich, dann lass uns das so ein bisschen mehr machen. Dann gibt es dann sogenannte so Donor Coordination Committees in den Hauptstädten, wo die dann miteinander reden und dann probiert man sich zu koordinieren und ein bisschen guckt, dass man nichts zu viel doppelt. Aber in den großen Zügen ist es natürlich vorher schon da und das lässt sich nachher vor Ort nicht mehr wirklich ausradieren. Ja, Managing for Results, das heißt im Prinzip, dass man Dinge betreibt, also eigentlich wie man das in einer vernünftigen Firma auch machen würde, dass man halt guckt, dass man so arbeitet, dass man wirklich auf Resultate abzielt und nicht auf Erreichung von Prinzipien oder wie auch immer. Es hört sich ein bisschen komisch an, ist aber wirklich in der Realität ein konkretes Problem, dass man wirklich guckt, dass man wirklich, was dabei rauskommt, Impact und so weiter. In meinem Bereich Kommunikation auch ganz wichtig, weil ich häufig höre, dass Kommunikation ja nicht wirklich bemessbar wäre und nicht viel bringt. Ich sage dazu immer, macht am Anfang Fotos von eurer Maßnahme, von eurem Degraded Land und 3 Jahre später, wenn da alles blüht und der Boden wieder intakt ist, dann wisst ihr, wie Kommunikationsmaßnahmen Impact bringen können. Aber wenn ihr erst am Ende darüber nachdenkt, dann ist es natürlich schwer, da ein Bild von vorher noch zu projizieren und dann ist auch der Vorwurf ein bisschen daneben zu sagen, das ginge nicht. Ja, also die Weitsicht ist da natürlich entscheidend. Und dann kommt noch der Punkt Accountability, heißt also, dass man rechenschaftspflichtig ist und dass so diese Gelder, wenn sie hier in Deutschland sich bewegen, ist ja klar, da kann kein Geld so weiter einfach irgendwie verschwinden. Und so sollte das in den Entwicklungsländern auch sein. Und hier ist es halt häufig so, dass Maßnahmen und auch das, was gemacht wird, nicht nur das Geld, dass das grenzübergreifend so in so einen schwimmenden Raum kommt oder kommen kann. Und dass man da einfach Rechenschaft darüber ablegen muss, was man dort tut. Und dass das eben dass es auch sinnvoll ist und so weiter und so fort. Das ist Accountability und das ist der letzte von diesen 5 Punkten, die bei diesen Prinzipien von Paris wichtig sind und die halt eine wichtige Guideline sind und in sich selbst eine gute Entwicklung darstellen. So, jetzt kommen wir zum Video. Wie gesagt, sollten sich mit allen Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Ich habe ein Video rausgesucht von TED, von einem Italiener, der vor Jahren in Afrika war und dort in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Und ich glaube, in dieser sehr prägnanten Art stellte das besonders gut dar, wo eigentlich diese ganzen Hasen alle im Pfeffer liegen. Ja? Und was man auch konkret dagegen machen kann und was er gemacht hat, um es besser zu machen. Ich habe hier, bevor ich das abspiele,
den Videolink angegeben. Das ist ein TED-Talk. Dazu gibt es, also kann man automatisch einblenden, deutsche Untertitel oder natürlich auch englische Untertitel, ist aber auf Englisch. Und dann kann man dort auch, und das sind hier die Links, die sind dann auch im Skript drin, dass man drauf klicken kann oder in der PowerPoint. Dazu gibt es Transkripte. Und die würde ich dann bitten, kommen wir dann gleich dazu. Ja. So, jetzt haben Sie sich das Video angeguckt. Jetzt folgen Sie bitte dieser Aufgabenstellung. Ich habe es probiert, ganz konkret darzustellen. Drucken Sie sich das Transkript auf, wie Sie wollen, auf Deutsch oder auf Englisch. Nehmen Sie sich einen Highlighter, einen Stift, ja, einen Textmarker und markieren Sie Stellen, wo Sie etwas Besonderes gelernt haben, was Sie für Ihren Kontext als wichtig erachten und was Ihnen vielleicht, was man so schön auf Englisch sagt, counterintuitive erschien, also irgendetwas, was Ihre jetzige Wahrnehmung und Vorstellung irgendwie ins Gegenteil verdreht hat. Wenn Sie damit fertig sind, gehen Sie nochmal durch, bilden Sie eine Gruppe eventuellerweise, je nachdem, wie wir das entscheiden, und entscheiden Sie sich zusammen, welche drei Punkte die wichtigsten sind. Das kann man sehr schön, wenn man das so gegenüberlegt, kann man da schon rein visuell sehen, wer wo was markiert hat. Und dann kann man schon sehen, oh, der eine hat das da und da. Funktioniert so wunderbar. Und wenn Sie das getan haben, in den Gruppen oder alleine, formulieren Sie quasi für jede dieser drei Punkte eine Überschrift. Wie Sie das formulieren würden, um was es geht. Eine Überschrift und eine Unterüberschrift, so wie in einem Artikel, unten drunter quasi nochmal eine Elaborierung der Überschrift, ein weiterer Aspekt, um was es geht, ja, worum es im Kern geht. So, und wenn man das jetzt noch ein bisschen interessanter machen sollte, nicht so rein deskriptiv, sondern auch so ein bisschen so, dass jemand, der das dann lesen würde, gerne da weiterlesen würde. Ja, also so noch ein zweiter Punkt, um das vielleicht ein bisschen schwieriger für Sie zu machen, aber ist schon was, was man sich dabei gedacht hat hier. Naja, und dann der vierte Punkt ist, dass Sie quasi jetzt, das ist ja genau ausformuliert jetzt auch, dass Sie jetzt dann nochmal unter jeden dieser Punkte dann ein, zwei Absätze schreiben, um was es sich aus Ihrer Sicht handelt, warum das wichtig ist, was Sie damit, wie Sie das anwenden können für Ihre eigene Arbeit. Aber das ist genau dort formuliert. Viel Spaß beim Video.